Die Vorstellung der Snapchat-User, denen ihr folgen könnt, also meine erste Empfehlungsrunde, läuft so ab. Zuerst gibt es ein Foto mit Snapcode und dann einen kurzen Videoclip, in dem ich sage, warum ich diesen Snapchat-Account für empfehlenswert halte. Ready? Dann macht euch mal bereit. Anja von Travel and Host macht einen sehr, sehr guten Job und nimmt euch mit auf ihre Reisen. Aktuell ist sie auch wieder unterwegs und bietet auf Snapchat tiefe Einblicke. Das Blanton Museum gehört zur University of Texas und bietet schöne Einblicke in Ausstellungen und zeigt, wie Museen das gut nutzen können. Kudos! Das Bento-Magazin, zu finden unter bento.de, gehört zu Spiegel Online und macht, wie ich finde, aus Snapchat einen sehr guten Job mit Nachrichten, Zusammenfassungen. Julia Monitor alias Fashion Attitude macht auf Snapchat einen sehr schönen Job, indem sie Einblicke in ihr Freelancer-Leben und ihr Fashion-Blogger-Leben gewährt. Cool! Gil ist sehr, sehr nah dran an aktuellen Entwicklungen im Bereich Social Media und Kommunikation und für mich eine klare Empfehlung in Sachen digitale Kommunikation und Trends. Und das war die erste Runde mit Empfehlungen von 5 Snapchat-Usern, denen ihr folgen könntet. Ich habe allerdings noch ein One More Thing für euch. Und zwar dieser Tipp hier vom gerade genannten Carlos Gil zu Snapchat-Usern, die seine Twitter-Follower empfohlen haben. Reinschauen lohnt sich. Und das war's mit der ersten Runde Snapchat-User-Vorstellungen. Ich möchte das hier nun wieder machen, wenn ich genug neue gesammelt habe. Für Volume 2 habe ich schon genug. Wenn ihr aber Empfehlungen habt...